Hey, 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 ho, 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 Ladies und Gentlemen, was geht? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2. Oh mein Gott, 2. Gleich mal hier voll am Ragen, voll erschreckt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nach dem Fail in der letzten Folge, wo wir nicht wussten, wie es lang geht oder wo es lang geht, haben wir es endlich geschafft und wir sind endlich beim Gemach des Herrn angekommen. Oh, noch ein Abilitamin, nice. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen rein und schauen, was mit ihm los ist. Oder auch nicht. Festflügel. Oh, Gegner. Nice. Und wir haben ja letzte Folge auch hier den epischen Drive-Upgrade bekommen. Also den Heldenform-Upgrade oder Level-Up. Freue ich mich auch schon richtig drauf, wenn wir das nächste Mal benutzen. Ich schätze mal, es ist besser geworden. Also halt stärker. Und wir können jetzt eine Leiste mehr aufladen. Was an sich natürlich auch sehr cool ist. Und Goofy hat Angriffskraft abbekommen. So, was haben wir hier? Ein Zelt zum Campen. Sehr cool. Haben wir noch... Oh, noch ein Viech. Oh Mann, voll nervig. Hallo? Wollte gerade sagen. Boah, nice hingeslidet. Ich finde es einfach so geil, den Skill. Ich finde schade, dass es den im Einser nicht gibt. Ich glaube, den gibt es sogar im Einser, aber nicht so stark. Also nicht so OP. Komm, Vampirjäger. Vampirjäger? Oh, schade. Kein Vampirjäger. Nein. Aber wir können jetzt hier... Warte, können wir nicht jetzt rein theoretisch hier mitten im Kombo einfach mal Viereck drücken? Ah, doch, können wir sogar. Wenn ich das schon ausrüste, dann sollte ich das auch benutzen. Ich kann nämlich einfach, wenn wir mitten im Kombo sind, so ungefähr, oder auch nicht. Nein, es geht nur am Boden, okay. Muss ich mal wann anders zeigen, wenn nicht die ganzen Gegner am Fliegen sind. Maximum AP für Donut, sehr cool. Und ein Item. Cyanid-Splitter. Cool, cool. Und hier haben wir nochmal einen Mithril-Splitter. Ich freue mich schon auf die Skills, dass wir mehr Drive kriegen oder so. Nun gut, dann gehen wir mal in sein Gemach. Hallo? Eine Kiste! Es wird Zeit, dass du dich um Belle kümmerst. Sie plant dir alles wegzunehmen, was du hast. Was laberst du? Zuerst das Schloss, dann deine wertvolle Rose und schließlich dein Leben. So was nennt man auch Ehe. Nur Wut macht dich stark. Ich bin stark genug. Es gibt nur eines, das ich will. Was denn? Lieben und geliebt zu werden? Wer könnte es jemals über sich bringen, ein Biest zu lieben? Du bist ziemlich gemein. Siehst du, sie hat Komplizen. Was laberst du? Wir kennen das Biest viel länger als du. Wir müssen nicht ernsthaft jetzt gegen das Biest kämpfen. Hallo, Prinz. Da ist wohl jemand böse. Au. Die Angrits. Oh Mann. Gut, dann hilft dem Biest wieder zu sich zu kommen. Oh ja. Ich glaube, der brennt ein bisschen. Das ist nicht so gesund. Au, au, hey. Wach auf. Wach auf. Komm, wach auf. Komm, wach auf. Alter, wie nice. Au. Au, ey. Au, au. Sehr nett von dir, hier, Uhr, dass du ihn aufwachen lässt. Wach auf, wach auf, wach auf! Wach auf! Und er ist aufgewacht, oder? Stich ist aufladen, Energie anzusammeln, okay. Ach, komm. Tragbare Rüstungen, Maximum HP und Defendor-Schild. Geil. Das war ja nicht so schwer jetzt. Was ist geschehen? Mein Herr, nun, es ist so, also, wie soll ich es sagen? Gewissermaßen, Du hast alle das Verlust gerufen, als tätest du... Was habe ich getan? Genau das. Mit wem hast du da vorhin gesprochen? Dieser Mann in Schwarz? Xaldin. So heißt er. Er kommt aus der Dunkelheit. Er hat meine Wut angefacht, um mich zu kontrollieren.
Er hat meine Trauer, meinen Kummer, meinen Schmerz in unbändigen Zorn verwandelt. Krasser Scheiß. Ich konnte nichts dagegen tun. Ich war blind für die Wahrheit. Donnerwetter! Deshalb hast du also all deine Freunde in das Verlies geworfen. Du wolltest verhindern, dass du ihnen was antust, stimmt's? Bestimmt. War das der Grund, um sie zu beschützen? Klar, wir wissen, dass du ein gutes Herz hast. Er hat recht, Herr. Wir wissen doch alle, wie gütig ihr sein könnt. Schließlich konnte Bell von Anfang an das Gute in eurem Herzen sehen, aber ich fürchte, ihr müsst noch... Bell! Oh, ich habe sie schlecht behandelt. So schlecht und ich war so selbstsüchtig. Davon hat sie aber kein Wort erwähnt. Sie würde nie jemandem von meiner Grausamkeit erzählen. Sie ist zu gut. Oh je, jetzt geht er wieder zu hart mit sich selbst ins Gericht. Warum redest du nicht einfach mit ihr? Ja, ist doch viel zu Mainstream. Aber... Keine Ausflüchte. Komm, wir begleiten dich. Nein, ich will auch die Truhe da hinten mitnehmen. Gut, aber wir nehmen jedenfalls Donald statt Goofy, weil ja hier Heldenform für Goofy und nicht für Donald ist. Beziehungsweise wir brauchen Goofy dafür. Neue Abilities für das Beast, Auto-Limit. Oh, Hyperheilung. Belebt schnell einen K.O. gegangenen Gefährten und stellt viele seiner HP wieder her. Das hört sich natürlich schon gut an. Dafür nehmen wir irgendwas anderes weg. Mundgeheul, was ist das? Mit dem Kommando können sie so und das Beast gemeinsam doppelte Rage auslösen. Wutschrei, Item Boost, Defender Schild, Trotzkopf, Mann. Das Biest, Wutschrei von Füßen. Irgendwie würde ich schon Hyperheilung gerne lassen, oder? Antun, obwohl, na, lassen wir's mal. Defender Schild. Können wir nicht machen, leider. Können wir dafür was weglegen, irgendwie? Das Ding hier laufen und so aus Richtung befördern. Aber so. Okay. Nice, nice. Haben wir nicht irgendwie noch was bekommen? Magie-Auto-Anwiese. Nein, was haben wir noch bekommen? Irgendwas war doch noch. Items? Mega-Potion. Nee, okay. Ich dachte, irgendwas war noch. Na gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal nach Bell. Aber trotzdem würde ich gerne die Truhe mitnehmen. Oh ja, gut. Vielen Dank. Bam. Mega-Formel. Oho. Von der Rose geht ein mysteriöses Licht aus. Okay. Dann würde ich mal sagen, schauen wir zurück zu Bell. Ihr ist bestimmt nichts passiert und wir müssen sie bestimmt jetzt nicht retten. Es wäre ja viel zu einfach. Haben wir Level abbekommen, echt? Nein, 16 sind wir noch immer, okay. Aber 1200 Taler haben wir inzwischen schon. Krasser Scheiß. So, nichts wie auf zurück. Oh Mann, langer Weg. Können wir jetzt eigentlich die Rüstungen... Ah, die Rüstungen sind jetzt weg, okay. Das ist sehr nett. Und Gegner! Doppelte Rage. Ich will mal kurz mal wissen, was das macht. Ich spam einfach alles. Komm, Gegner. Boah, nice. Alter, wie es abgeht. Nice. Also das ist schon echt geil gemacht. Vor allem diese, wo man das halt einfach so zwischendrin machen kann und dann voll die geilen Animationen und so, ist einfach richtig nice. Ich meine, MP brauchen wir eh nicht. Ich benutze eh keine Skills. Solange wir nicht Vita haben. Oder halt heilen Skills. Also von daher ist das eh egal. Kann man das auch ab und zu machen. Oh, hey. Zyklon. Oida. Richtig bosshaft. Komm her. Ah, nicht, wollte ich euch jetzt also zeigen, mit denen die Luft werfen. Warte. Wenn es mal wieder ein Gegner am Boden kommt. Wir können halt mitten im Combo mal Viereck drücken und dann werden die Gegner in die Luft geworfen. Schau, ob es hier geht. Hallo, Gegner. Na, warte. Und zwar so. Bam. Nice, oder? Können wir gleich mit unseren Kombos noch ein bisschen mehr aneinander schnüren. Doppelte Rage? Nein, scheiße, wollte ich noch nicht machen. Aber naja. Ja. Okay. Ah, hier kommen noch Gegner. Das ist natürlich praktisch. Bam.
Oder nice. 32 Treffer-Kombo. Schon echt geil gemacht, muss man schon sagen. Gut, aber weiter geht's. Zu Bells Gemach. Erstmal in die Eingangshalle natürlich. Sind auch wieder Gegner wahrscheinlich. Ja, wusste ich doch. Oh, jetzt sind aber andere hier. Diese Lanzentypen. Sir Lancelot. Schwanzalot. Schwänzalot. Keine Ahnung. Sollte irgendwann was Witziges werden. Oh Mann. Bam! Was ist das für ein Viech? Achso, das ist. Das ist die Lanze, die er hat. Weiter, ich konnte irgendwas machen mit denen. Finde ich auch voll cool gemacht. Eigentlich jeden Gegner, den man trifft, den kann man irgendwie ein Situationskommando auslösen. Ist eigentlich richtig geil gemacht alles. Also ich weiß nicht, ich mag irgendwie Kingdom Hearts 2. Irgendwie I like. Aber jetzt haben wir Max. Ah, Lanzenritt. Boah. Wie wir seine Lanze geritten sind. Oh Mann, aber wir haben wieder Max, Dings. Ey, oh. Max Ra, Drive. Das heißt, wenn wir mal. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich doppelte Rage einsetze, wenn er da ist. Komm. Das heißt, wenn wir mal wieder einen großen Fight haben oder so. Das ist mal schon wieder doppelte Rage. Dann können wir auch wieder unseren Drive einsetzen, vielleicht ein Level abkriegen oder so. Wäre an sich natürlich schon nice. Alter, wie viel Schaden das macht. Nice. Gegner, 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 Gegner. Oh, nice. Auch die hat auch gleich ein bisschen fertig. 40er Hit-Kombo. Sehr bosshaft. Warte, können wir hier dann? Oh, oh, hey. Ich wollte gerade ausprobieren, ob wir die dann vielleicht früh in die Luft schicken können, aber es ist eh egal. Oh. Oh Mann, komm. Au, oh, über die kann ich nicht mehr drüber springen. Oh, da war's. Au. Oh. Kommt schon der nächste angeraged. Komm, in die Luft. Und Volltreffer. Sehr nice. Komm. Ja, erstmal blocken und. Bam. Schon mal tot. War's das? Ich hoffe mal, das war's. Vielleicht sollten wir noch kurz abspeichern gehen. Wäre natürlich an sich nicht schlecht. Ach, Hartsplitter. Warte, wir. Oh, jetzt noch ein Viech. Ich gehe mal kurz zum Speicherpunkt. Wir haben nämlich auch eine neue Formel bekommen, wo ich gerne mal schauen würde, was die so macht. Und wir können wieder. Oh, Item Boost! Und wir können wieder Dings machen. Was soll ich noch sagen? Was können wir jetzt machen? Speichern können wir, neue Items können wir machen. Speichern, neue Items und uns aufheilen. Egal. Vergesst, was ich gesagt habe. So, hier einmal bitte speichern. Vielen Dank, Spiel. Sehr sozial von dir. So, und hier können wir jetzt nämlich eine neue Formel abgeben. Itemherstellung. Alle in der Truhe angesammelten Materialien für Herstellung abgegeben. Formeln, okay. Jetzt nämlich mal kurz gucken. In Formelanalyse können wir eine Mega-Potion machen. Wenn wir denn Items dazu hätten, was wir nicht haben. Hier können wir auch nichts machen. Sehr cool. Na gut, dann geht's weiter. Eigentlich hatte ich gesagt, dass wir vielleicht jetzt einen Stoppi machen, aber letzte Folge war so langsam und es ist Wochenende und da verdient ihr schon ein bisschen längere Folge, oder? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also weiter geht's. Und wir können wieder einen Drive machen. Soll ich den hier benutzen? Ja, komm, machen wir. Bestimmt sehr bosshaft. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam. Alter, so nice. Vor allem gibt es richtig viel XP. Komm, hä, was? Wo ist er? Da ist er. Nice. Gegner. Komm. Oh, das ist so geil, wie der einfach nur Combo nach Combo raushaut. Oh, ich liebe es. Abwehrkraft für das Biest. Sehr cool. I like. Komm, da ist doch, komm, bestimmt noch mal Fuzzis, oder? Ja, komm. Vielleicht kriegen wir sogar unser Level ab. Oh, hey. Können wir jetzt auch so in die Luft schmeißen? Ne, okay. Oder war das in die Luft geschmissen? Ach, was weiß ich. Aua, hey, hey, au. Oh, jetzt ist es weg. Oh, Mann. Kurz das Item hinten aufsammeln, bevor es weg ist. Haben jedenfalls nice XP gemacht. Energietropfen. Mal kurz auf den Status schauen. Heldenform. XP nächstes Level. Das war nicht noch weniger. Egal. Wir haben jedenfalls XP bekommen für Heldenform. 170 brauchen wir noch.
Bells Gemach. Mal schauen, wo sie hin ist. Nicht da, okay. Hallo? Ah, okay, wir müssen mit dir sprechen. Herr! Alles sind jetzt in Sicherheit. Wundervoll, vielen Dank. Wo ist Bell? Sie war sehr in Eile. Sie wollte sich auf die Suche nach einem in schwarz gekleideten Mann machen. Was? Um alles in der Welt tut sie denn nie was, wann ihr sagt? Ruhig Blut, Herr. Ihr Temperament macht Bell ja gerade zu so etwas Besonderem. Wir sollten sie besser suchen gehen. Das sollten wir allerdings. Sollen wir das aber heute noch machen? Ich befürchte fast echt, dass da jetzt ein Bossfight kommt. Ich weiß, ich habe zwar gesagt, die Folge wird heute ein bisschen länger, aber ich will sie auch nicht um 30 Minuten überziehen. Also würde ich sagen, wir machen hier einen Stopp hier und nächstes Mal, ja, nächstes Mal machen wir dann den Bossfight, glaube ich, dass es das ist. Also, ansonsten wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag, wie immer. Und natürlich könnt ihr immer wieder ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, ja, einfach nur danke fürs Zuschauen, danke für den ganzen fetten Support auf der Serie. Mir macht es noch immer extrem viel Spaß und ich hoffe, euch auch. Also, wunderschönen Tag noch, haut da rein und Outro.